Also wenn man so schaut, gibt es auch noch in Linz Überreste einer höheren Zivilisation, einer höheren Epoche. Das spiegelt sich in der Kultur. Und natürlich auch die Kultur, da gehört natürlich auch dazu die Architektur. Ein wesentliches Merkmal. Und was haben wir denn heutzutage für Kultur? Naja, heute zum Beispiel auch in der Straßenbahn wieder beobachtet eine junge Dame, typische American Way of Life Kultur. Lange Fingernägel, weiß nicht, 5 cm lang, mit dem Handy spülen, Nachrichten schreiben, glatt gestriegelte, zu Tod geglättete und zu Tod gefärbte Haare. Und was haben wir noch zusätzlich? Ja, künstliche Wimpern. Alles künstlich. Dann frage ich mich, gibt es einen mathematischen Zusammenhang, eine Proportionalität, also direkte, nicht eine umgekehrte, zwischen künstlich gefärbte Haare, glatt geglättete Haare, lange Fingernägeln, alles künstlich und künstliche Augen, Wimpern verlängert, künstlich, und der Intelligenz dieser Person. Wäre sicher interessant, aber viel wichtiger ist es, gibt es in einem Zusammenhang einen direkten, eine direkte Proportionalität oder eine direkte Proportionalität zum Quadrat der Länge der Fingernägel der künstlichen zur Moral dieser Person. Jede Kultur will auch durch ihr Äußeres etwas ausdrücken. Ich kann mich erinnern, der Banker will was ausdrücken, Texaner will was ausdrücken, auch durch sein Auftreten. Und auch diese, ich nenne es einmal diese jungen Damen, wollen auch was ausdrücken. Was ist diese Kultur? Es ist diese pervertierte American Way of Life des Westens Kultur. Ich kann sagen, jeder junge Bursch da draußen, jede junge Mutter da draußen, hütet euch vor solche Individuen mit glatt geschmiegelten Haaren, künstliche Fingernägel, künstliche Augen und künstlich gefärbte Haare, weil es ist sicher definitiv so, dass sich mit solchen Individuen einen gewaltigen Schief einzieht. Und das wollen wir ja nicht. Sucht euch natürliche Frauen. Die werden euch auch natürlich behandeln.